Wenn es auch selten vorkommt, rutscht Ihr Plissee am Fenster, ist eine zu geringe Schnurspannung der Grund dafür. Sie können aber leicht Abhilfe schaffen. Gleiches gilt, wenn Sie das Plissee nicht oder nur mit großer Anstrengung spannen können. Nehmen Sie in beiden Fällen das zusammengefaltete Plissee vom Fenster ab und legen Sie es sicher ab. Die Schnurspannung erhöhen oder senken Sie entweder an den oberen oder den unteren Spannschuhen, auf jeden Fall aber auf beiden Seiten gleich stark. Setzen Sie sich darum zuerst Bleistiftmarkierungen, mit deren Hilfe Sie die Veränderung der Spannschuhposition nachvollziehen können. Die Spannschnüre sind im Spannschuh mit zwei Madenschrauben fixiert. Lösen Sie die Schrauben mit dem kleinen Inbusschlüssel aus dem Lieferumfang Ihres Plissees. Ziehen Sie nun, um die Schnurspannung zu erhöhen, die Spannschnüre ein Stück weit aus den Spannschuhen heraus. Achten Sie darauf, auf beiden Seiten gleichmäßig zu arbeiten. Ist die Spannung im Gegensatz dazu zu hoch, geben Sie entsprechend Schnur nach. Fixieren Sie die Schnüre anschließend wieder, hängen Sie schließlich das Plissee erneut am Fenster ein und testen Sie seine Funktionsfähigkeit. Es sollte nun problemlos verstellbar sein und seine Position am Fenster halten. Wir hoffen, diese Anleitung war Ihnen eine Hilfe und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen Plissee.